So, vielen Dank für die Einleitung hier. Ja, meine Damen und Herren, die Austin Business Agency ist eine Agentur der Republik Österreich, die ausschließlich im Ausland tätig ist. Uns kennt man im Inland nicht, aber im Ausland kennt man uns und das ist das Wichtigste. Ja, gehen wir es an. Was sind eigentlich jetzt die Stärken des Wirtschaftsstandortes Österreich? Warum haben wir seit Jahren einen kontinuierlichen Zufluss und Zuwanderung an ausländische Unternehmungen nach Österreich? Warum? Ich kann Ihnen gleich sagen, ich kenne Österreich seit mehr als 20 Jahren vom Ausland her. Und jeder, der über Österreich schimpft, sage ich, weißt du was, schleich dich raus, du kommst wieder freiwillig zurück. Wir sind gut, aber wir müssen noch besser werden. Und wir haben den großen Vorteil gehabt, und das war eines meiner Verkaufsargumente, bevor ich da hineingehe, dass wir Bundesregierungen hatten, wo keine Berufspolitiker, sondern Fachleute aus der Wirtschaft da waren. Und das hat vor allem in Deutschland tief beeindruckt. Wie du zum Beispiel. Wie du die Hypo geschafft hast. Also das höre ich immer wieder nach wie vor in Deutschland. Ja, meine Damen und Herren, gehen wir es an. Die Fernbedienung ist da. Zuerst einmal Skifahren, Singen, Tanzen, Jodeln, davon lebt Österreich nicht. Wir sind ein Industrieland, wir sind ein Produktionsstandort. Nicht ein Verwaltungsstandort, wie wir es in der Monarchie waren. Das ist, die ganzen Statistiken sind nicht von uns gemacht, wir fälschen sie nicht, sondern die sind von anderen. OECD sagt, wir sind nach Deutschland, Japan ist Österreich Nummer 3, was die Produktion betrifft. England weit hinten, Frankreich, USA weit hinten. Wir produzieren. Wir sind auch deshalb ganz gut über die Runden gekommen in all diesen Krisen, weil wir heute nicht nur Haarschneiden, sondern auch was anderes machen. Was sind nun die wichtigsten Industriezweige, die wir haben? Chemie, Pharma, Fahrzeugindustrie. Wir haben zwar keine Automarken, aber wir produzieren es. Ich meine, ein schlechtes Beispiel ist jetzt MAN, aber es gibt andere auch. Elektronik, da sind wir ganz stark, was die wenigsten wissen in Österreich. Und nun auch der Maschinenbau, die alte Stärke, die Österreich hat. Auch unser Bildungswesen ist eher auf diese Richtung ausgerichtet, komme ich dann noch darauf zurück. Österreich ist ein reiches Land, wir haben eine hohe Kaufkraft. Wenn Sie jetzt EU 100 nehmen und Österreich dazu, ist Österreich auf 126. Wir sind auch ein beliebter Testmarkt für deutsche Unternehmungen, weil die Mentalität im Süden eine ähnliche ist. In meinem Bereich im Norddeutschland und Mittel- und Ostdeutschland ist eine komplett andere Mentalität, aber man hat Österreich, das brauche ich nicht erklären. In Australien muss ich immer sagen, ja, wir haben auch Kängurus, aber im Zoo. Die verwechseln uns, aber Deutschland nicht. Warum kommen Sie nun? Wir haben ein investorenfreundliches Steuersystem. Wir haben die Internationalisierung, wie ich gerade schon erwähnt, die Gruppenbesteuerung, die wirklich zieht. Wir haben den Fokus auf Forschung und Entwicklung. Die Forschungsprämie mit 14% ist einzigartig. Die Deutschen diskutieren seit 20 Jahren darüber und jetzt wollen sie irgendetwas so auch auf die Beine stellen, das allerdings nur den Lohnkostenanteil berücksichtigt und dann auch nur gedeckelt. Bei uns ist es überhaupt nicht gedeckelt. Bei uns wird der Kleine genauso behandelt wie der Große und die großen internationalen Konzerne kommen auch nach Österreich zum Forschen und zum Entwickeln. Boehringer Ingelheim ist heute schon genannt worden, aber auch andere. Und wir haben einen Fokus auf Aus- und Weiterbildung. Wir haben ein exzellentes WIFE, das darf man nicht unterschätzen, da beneiden uns viele im Ausland. Das gibt es woanders nicht. Wo wirklich die Wirtschaftskammer fokussiert auf die Bedürfnisse des Unternehmers, Ausbildung bereitstellt und auch in die Betriebe rausgeht. Auch die Zusammenarbeit Betriebe mit AMS ist einzigartig. Gibt es in Deutschland, gibt es nirgendwo. Wir haben in Österreich eine Produktivität, die 16% über dem EU-Durchschnitt. 16% über dem EU-Durchschnitt.
Was die Motivationen betrifft, unsere Mitarbeiter, weil wir eben klein- und mittelständisch orientiert sind, identifizieren sich mit ihren Betrieben. Das heißt, wir haben eine Motivation und die deutschen Unternehmen haben eher die Schwierigkeit, weil unsere Leute mitdenken und nicht fragen, ob ich das machen darf, sie machen es im Sinne des Unternehmens. Das müssen die anderen erst lernen. Wir haben eine duale Ausbildung, die Lehre, ein ganz wesentliche Säule für Betriebsansiedlung und für unsere Betriebe. Gott sei Dank hat auch die Politik sich jetzt auf die Lehre fokussiert und nicht nur auf das Studium. Wir brauchen nicht nur Indianer, wir brauchen nicht nur Häuptlinge, wir brauchen auch Indianer, die umsetzen. Eine Sache, die es weltweit nirgends gibt, sind die höheren technischen Bundeslehranstalten und die Handelsakademien. Ich gehe ganz gerne mit deutschen Unternehmungen am Nachmittag in die HTL in St. Pölten oder Mödling und in die Werkstatt hinein. Und dann sehen die, dass Leute aus der Wirtschaft die Schüler unterrichten. Und dass die von der Pike auf das lernen. Die verstehen das dann auch. Die begreifen das im wahrsten Sinn des Wortes. Und wir haben ein dichtes Netzwerk an privaten Universitäten und an öffentlichen Universitäten. Wobei die öffentlichen Universitäten ist auch mit der Reorganisation der Universitäten, wo die Professoren nicht mehr nur lebenslang beschäftigt sind, sondern wo wir sehr viele ausländische Universitätsprofessoren haben, gewonnen haben. Nicht nur im medizinischen Bereich, das ist richtig, nicht nur Wien, auch Graz, bitte, ich muss ganz Österreich beleuchten, hat sich da sehr gut gemausert und international einen tollen Ruf erarbeitet. Genauso auch die Technische Universität in Graz. Und wir haben im Vergleich zu anderen Ländern ein modernes und flexibles Arbeitsrecht, auch wenn wir ächzen und stöhnen, weil wir behindert werden in den Betrieben. Gehen Sie einmal nach Italien oder Frankreich oder Spanien, da haben Sie den pragmatisierten Hilfsarbeiter, den Sie nicht loskriegen. Verfügbarkeit von Arbeitskräften ist in Österreich ein Thema, das ist richtig, aber wir bilden auch aus. Wir haben die größte Wirtschaftsuniversität Europas in Wien, neben der größten Medizinuniversität auch in Wien. Und wie gut der Ruf der WU ist, das kriege ich immer wieder mit, wenn ich in Deutschland unterwegs bin. Weil bereits viele Unternehmer, deutsche Unternehmer, ihre Kinder nach Wien zur Ausbildung schicken. Wir sind nicht schlecht. Wir müssen nur vorwärts schauen, wir müssen weiterentwickeln, die anderen schlafen auch nicht. Und wir haben einen geringen Abfluss von Facharbeitskräften an Großunternehmen, weil die haben wir nicht. Also wir haben ja kein Mercedes-Benz, wir haben kein MAN, wir haben kein, was der Teufel, was alles in Deutschland gibt. Das Größte ist die Föst. Und dann haben wir eben die kleinen und Mittelbetriebe, die aber auch uns stützen. Jetzt schauen wir mal an, wie schaut es mit der Berufsausbildung aus im Vergleich mit anderen Ländern. Die Tschechen und die Finnen sind ein bisschen weiter, aber dann Nummer 3 bereits Österreich. Kommen wir auch wieder zurück. Das WIFI zum Beispiel. Oder das BFI, damit ich halt nicht die andere Seite vergesse. Hervorragende Leistungen werden hier geboten. Und wir investieren in die Innovation. Vergleich EU, Österreich. Und die Forschung und Entwicklung hat in Österreich einen riesen Schritt getan in den letzten 20 Jahren. Biotechnologiestandort Wien, vor 25 Jahren, was war das? Heute weltweit bekannt. Nur in Österreich wissen es die wenigsten. Wie teilen sich jetzt die Ausgaben für Forschung und Entwicklung aus? Diese Forschungsprämie, zuerst war es 8, dann war es 12 oder 10, 12 und jetzt 14%, das zieht. Das zieht absolut. Wenn Sie sich anschauen, hier links oben Ausland, der Anteil der ausländischen Betriebe, die in Österreich in Forschung und Entwicklung investieren, wird immer größer. Ich bringe Ihnen da ein Beispiel, die habe ich voriges Jahr selber betreut. Nur muss ich das runterlesen, weil diese Fachausdrücke kenne ich nicht. NXP Semiconductor ist der weltweit größte Produzent von Halbleiterlieferanten für die Automobilindustrie. Hat in Gradkorn ein Forschungszentrum. Und hat gesagt, wir machen ein neues Kompetenzzentrum, und zwar ein Kompetenzzentrum für, das muss ich jetzt runterlesen,
sicheren und digitalen Fahrzeugzugang, das erste, und das zweite, sichere und effiziente E-Mobilität mit intelligentem Energiemanagement. Da waren wir in Konkurrenz mit England, Holland, Luxemburg, weiß nicht warum, aber das war so, Deutschland. Wer hat gewonnen? Wir. Warum? Die Argumentation war, die Universitäten, die HTL und die Zusammenarbeitswilligkeit der österreichischen Universitäten und HTLs mit den Unternehmungen gibt es woanders nicht. Gibt es woanders nicht. Dazu kam noch ein Förderprogramm, das das Wirtschaftsministerium zusammengestellt hat. Das ist der Sektionschef Frausch, hat das also tadellos gemacht, in einer affenartigen Geschwindigkeit von nur 2 Tagen. Hat die Deutschen beeindruckt. Gibt es dort auch nicht. Österreich, patentreich. Wir haben 2018 eine Steigerung von 3,8%. So, meine Damen und Herren, warte ein bisschen, die Firmen, die besonders in Forschung und Entwicklung, also im Patent tätig sind, sind Sie, Boralis, ZKW, und zwar die Scheinwerferherstellungen ist das. Gut, meine Damen und Herren, soweit ein kurzer Überblick über Österreich. Wir sind gut, wir müssen besser werden und das werden wir schaffen. Danke. Vielen, vielen Dank.